Okay, nach dem Armband. Ja, Cure. Diddling, Dankeschön. MP wäre zwar noch geiler gewesen. Zauberatem. Zauberhammer und du machst Vipernatem. Ich schütze mich mit Absicht nicht. Los. Schlag mich, tritt mich, beiß mich. Gib's mir richtig. Du dreckiges kleines Vieh. Komm, ich greif dich an, du greifst mich an. Wie viel Leben hat denn der? Schlange, 28.000, okay. Ich mach das so lange, bis ich im Limit Break komme. Lass ich mich mit Absicht von dem Hundesohn hier angreifen. Damit ich gleich dann direkt den Bärmut zersäbeln kann. Nach Schlange kommt der Wolfmeister. So, dann werde ich mich jetzt heilen. Mit weißer Wind. Na komm, drei Angriffe. Drei, vier. Vier sind es noch. Ich muss mich noch viermal von dem angreifen lassen. Dann dürfte das gegessen sein. Oder? Ein? Ja, so drei sind es noch. Stimmt. Komm, Schlange, greif an. Du greifst mich an, ich greif dich an. Fairer Deal. Na, jetzt muss ich aufpassen, weil ansonsten bringe ich den Feuer um. Ah, ich heil mich so lange. Das ist gut. So, und jetzt werde ich wahrscheinlich ab jetzt Vipernatem, Zauber, ich sag mal Mega-Abwehr. Super, danke, habe ich. Schlange kann ich mehr, genau so habe ich mir das vorgestellt. Und Schlange, du darfst gehen mit einmal Schatten. Hier, nennen wir es Therapie. Schlange kann nicht mehr. Ist ja auch richtig so. Nee, halt. Und nochmal Schatten. Shadow Flare. So, ich schmeiß mir aber gerade noch mal eben was zum Mega-Elixieren. Habe ich auch noch normale Elixiere? Weiß ich gar nicht. Ist mir eigentlich auch egal, weil die Anzahl ist ja für uns nicht mehr relevant. Wie weit geht denn meine Abwehr ist gerade aufgebraucht. Scheiße. Okay, müssen wir gucken, wie wir den Wolfmeister jetzt dann platt machen, aber ich denke mal, wenn wir als allererstes unsere... Ah, okay, wir können uns sogar noch mal schützen. Also, Mega-Abwehr. Machen wir den noch mal. Ich frag mal eben den Kollegen, ob der vielleicht von der Messe noch von irgendwelchen Ständen noch T-Shirts besorgen kann. So. Weil ich bin dieses Jahr gar nicht dazu gekommen, mir irgendwelche T-Shirts zu besorgen. Und normalerweise, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen faul in den letzten Jahren geworden. Was, einkaufen geht oder beziehungsweise kaufe ich ja generell nicht so gerne für mich selber ein. Jetzt habe ich MP halbiert. Ist okay, kann ich aber mit leben. Ich wollte eigentlich MP0 machen, weil ich die halt hätte wieder auffüllen können. Warum haut er mich?
Das sind ja alles... Ja, toll. Ne, die ganzen Sachen, die man so... wiederherstellen kann, einfach direkt. MP0 kannst du ja wiederherstellen. Verlangsamung ist ja kein Problem. Cast einfach Haste auf dich, dann ist es auch wieder okay. Ne? Oder Atomstrahl. Mach da sowas nicht. Mega Abwehr. Okay. Es hat sich einfach nur schlimmer angehört, als es in Wirklichkeit ist. Alter Finne, willst du mich verarschen? Zauberhammer, gib mir das. Gib mir deinen Scheiß. So, danke. Weißer Wind. Warum ist mein Ding jetzt schon wieder leer? Meine Barriere, Mann. Was soll denn das? Ich hab doch gerade eben erst eine Barriere gewirkt. Warum ist die direkt wieder weg? Was für ein Penner. Schweres Schwert. So. Gib mir deine ganze Mana. Moment. Zauberhammer. Weißer Wind. Okay, ich habe gerade eben keinen Mana dazu bekommen. Das heißt, er hat einfach nichts mehr. Deshalb greift er nur noch mit seinen Basic Attacks an. Was aber okay ist. Was mache ich denn da? Was mache ich denn da? Na, na, na. Schatten. Wie viel kriegt er davon abgezogen? Ein bisschen mehr als 5000, ne? Gut, das heißt, einen dieser Angriffe mache ich noch. Alter Finne. So, einmal Schattencasten. Danach Mega Abwehr. Danach einen Trank schmeißen. Danach Typ töten. Mhm. Mega Abwehr. Schritt Nummer 1. Danach Schritt Nummer 2. Und danach Schritt Nummer 3. So, und jetzt zerflexe ich als allererstes direkt diesen fucking Behemoth. Dieser kleine Mistroll. Was? Maximum Chimaira. Der kommt als nächstes. Warte mal. Ich werde mich in Frosch verwandeln lassen, weil das hat einfach keinen Effekt auf mich. Der kommt nach dem Pfeil. So. Hier stirbt du Missgeburt. Hornattacke, wirst schon sehen. Dreckiger Spast. Hier, du Knecht. Bam, 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 Junge. Hier, Junge, und der ist für mich und der ist für meine Zuschauer und der ist für meine Mutter, Junge, und der ist für meine Meerschweinchen, die ich nicht habe. Das ist für meinen Kater und das ist für den Weihnachtsmann. Es war mein Bedürfnis, sie zu töten. So. Ich nehme Poison, weil es keinen Effekt auf mich hat. Kommt auch wieder. Ja, das war super. Das ist, wenn man zu blöd ist, um einen Knopf zu drücken. Ja, wie viel Leben hat das da? Viel zu viel. Also eigentlich nicht, aber gemessen daran, dass ich gleich wahrscheinlich sterben werde, einfach nur darum, weil ich blöd bin. Nordkreuz. Tötest du mich jetzt direkt?
Bitte töte mich nicht. Ich hab noch so viel vor mir. Nichts ist passiert? Warum ist nichts passiert? Ich meine, ich ist okay, ich komme darauf klar, aber... Hm, toll. Zauber. Hier, stirb. So, der hat eh nur 8000 Leben, also wird er jetzt gleich irgendwann mittendrin einfach drauf gehen. Jetzt, genau. Ja, natürlich machen wir weiter. Und ich mach Mini. Kann ich bitte Mini bekommen diesmal? Ja, danke. Und ich habe immer noch alles an Leben und etc. Ich muss mir einen Trank... Der haut mir jetzt direkt die Schnauze ein, oder? Nein. Der greift mich zweimal an. Warum greift er mich zweimal an? Okay, er kann mich nicht ganz zweimal angreifen. Wie viel Mana habe ich genau? Es reicht zumindest... Um die Ritter der Runde einmal, zweimal aufzurufen. Zweimal geht, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, für zweimal habe ich nicht genug. Knieschmelzung. Was ist Knieschmelzung? Hör auf damit jetzt. Das ist unfair. So. Der wird auf jeden Fall... Einen Angriff der Ritter der Runde wird er auf jeden Fall überleben, glaube ich. Weil die noch nicht genug Schaden machen, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Dann werden wir uns einen Trank... Nee, dann werde ich mir... Habe ich genug Geld, Power noch für die Abwehr? Weiß ich nicht. Muss mal gucken. Ansonsten sind das halt mehrere Schritte, die wir machen. Und zwar auf jeden Fall einen Trank werfen, Mega-Abwehr aufbauen, noch einen Trank werfen, damit wir wieder über 250 Dingens kommen, Punkte kommen. Und danach werden wir halt nochmal die Ritter der Runde holen. Knights of the Round, please. So. Immer 6-3, das ist noch ziemlich schön. Wir müssen irgendwie, kriege ich eigentlich, ich guck mal direkt nebenbei nach, Substanzen, Charaktere, Zubehör, Limits, Waffen, Items, gibt es das auch? Items einfach nur, dass ich gucken kann, wo ich was kaufen kann. Weil ich würde sehr gerne... Eine ganze Menge Zubehör ist das, nee. Was ist? Irgendwas ist kaputt gegangen von dem gerade. Kann ich nochmal aufrufen? Nein. Doch, ultimatives Ende. Ging nicht, weil nicht genug MP, siehst du. Was ist denn gerade kaputt gegangen? Warte, Zauber, Mega-Abwehr geht schon gar nicht. Siehst du mal. Dann machen wir das wirklich so. Ich schmeiß mir eben kurz einen Mega-Elixier und hoffe, dass er mich nicht instant umbringt. Und dann werde ich ein weiteres Mal die Knights of the Round beschwören. Was nicht geht. Schön. Demnach mach ich Mega-Abwehr. Toll. Es hat eine Kanone auf mich gerichtet, die ganz groß ist. Die ich nicht mag. Bitte. Was kann ich gerade machen? Ah, warte mal. Ich mache aber das hier. Ich werde den beschweren. Beschwören. Beschweren. Vielleicht auch. Ah, das war alles. Okay, dann mache ich den. Und den. Und dann gucken wir mal, was dabei rumkommt. So, hau rein. Leider, ich würde, weil wenn wir gegen die Weapons kämpfen, danach irgendwann, jetzt kommend, muss ich auf jeden Fall noch den Zauberwert von einigen Leuten erhöhen. Und ich weiß nicht mehr, ob man die Kapseln und sowas dafür einfach kaufen kann auch. I don't know. Wallpaper, GIF-Animation, nee, das wird es wohl nicht sein. Nicht genug MP. Auch gut.
greife dich so an. Hier, guck mal da, du Sack. Moment. Kann ich? Handlaser, was ist das? Wie viel macht das Schaden? Macht das viel Schaden? Nein, das macht nicht. Also nicht so viel Schaden. Weißer Wind. Kniefeuer. Mega-Barriere. Es wäre natürlich auch schön, den... Ah, fuck. Dann greift er mich jetzt zweimal mit nacheinander an. Wobei, es gibt mir einen guten Jump nach vorne im Punkto... In puncto Gedingszeugs, hier, wie heißt es? Limit. Das heißt, den gleich mit dem Limit platt machen zu können, ist mir auch willkommen. Alter Finne. Du mieser Dreckspatz. Und bing, oder? Ja, danke. So, und jetzt werde ich den Jungen zersäbeln. Oder? Das dürfte doch jetzt reichen. Um diesen Fassermacker ordentlich in ein paar Teile zu zersäbeln, oder? Weiß man, wie viele Angriffe es sind? Sind es auch 12? 10? 12? Ich zähle, hab nie mitgezählt, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, das war's. Cool. Mir egal. Finale Attacke habe ich bekommen. Was, mir nicht? Aber ich krieg da normalerweise den anderen Scheiß auch noch. Moment. Muss ich nicht normalerweise Autogramm, Schlachttagebuch und noch ein Autogramm? Was? Warum? Okay, ist ja auch egal. Ist ja egal. Ich habe bekommen, wofür ich hier war. Bios Showroom. Wir haben damit die Gold Saucer gemeistert, würde ich sagen. Nee, ich habe keine Interesse. Ich bin ja hier sowieso schon durch. Wir haben aber noch 3000 und Punkte. Was kann man denn dafür noch kaufen? Ich möchte irgendwas kaufen. Was denn? Das Regan-Gemüse einmal. Und ja, möchte ich irgendwas kaufen noch? Nee, doch nicht. Ich werde jetzt nicht noch Müll kaufen für 1900 Punkte. Ja, ist mir egal. Tschüss. Ich habe ja gemacht, wofür ich hier war. Weil ich der Coolste bin. Weil ich einfach mal Cloud aus Final Fantasy bin. Viel Glück für die Zukunft. Ja, du mich auch. Ich habe gedacht, vielleicht kann man die daten noch oder so. Hauen wir mal eben schnell hier wieder ab. So. Ja, Puff. Konfetti. So, zurück. Back on the track und so. Jetzt. Was tun? Sachen machen vor allem. Was ist das? Das. Kaufen. Kein Interesse, Mann. Da ist ein roter Punkt. Den will ich haben. Was ist mit dem roten Punkt hier? Was hat das mit diesem roten Punkt auf sich? Nein, gib mir den roten Punkt. Das ist ein Grafikfehler. Ich möchte den roten Punkt haben. So. Chocobo. Mein Freund und Kupferstecher. Was geht ab? Ja, wir werden gleich gegen das Ruby kämpfen. Mal gucken, wie weit wir da kommen. Nee, hier wollte ich gar nicht hin. Ich wollte hier hin. Chocobo.
Geh mal eben bitte. Ich muss einmal kurz mit meinen Kollegen hier nochmal den ein oder anderen Kampf machen, damit sich meine einen Materials nochmal eben mastern. Allein für die Ultima Materia ist das schon mal gottgleich. Mann, ist ja schön, dass du direkt schlafen gegangen bist. Bum, bum. Und haut rein. So. Da, Ultima geboren, meine Freunde. Ist das herrlich. Ist das herrlich. Gibt es... Warte mal. Ultima ist Master. Und das braucht nur noch 5000, dann ist es auch Master. Und ich glaube, das ist einer der letzten grünen Materias, die wir haben, die dann gemastert wird. Asteroid ist ja auch schon längst. Hat der noch irgendwas bei? Genesung Master. Schild. Ja, Schild vielleicht noch. Moment, habe ich Schild auch selber da noch irgendwo? Nein. Schild. Und Komplettheilung. Schild und Komplettheilung. Mhm. Schild und Komplettheilung. Ich werde Materia. Materia. Materia, Materia, Materia. Was tausche ich aus? Was willst du tun? Das ist auch fast auf Master, das ist super. Wir brauchen eine ganze Menge. Ich glaube, ich tue die raus. Die Master-Absorption. Ich glaube, ich muss sowieso... Hier ist Midel, ne? Midel-Region. Ich muss da sowieso mal eben hier drüben einkaufen gehen. Glaube ich. So, einmal Generalangriff, einmal Wurf und einmal Slash. So, ihr seid eh alle tot. Ist gut. Weil ich eben was schauen muss. Weil ich glaube doch, es gibt hier... Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber es müsste hier... Hallo, sie. Sie da. Ah ne, du quatschst nur, ne? Du verkaufst nichts. Nichts. Weil einfach, um ein paar Sachen effektiver zu gestalten... Hallo. Hallo. Warum kann ich mit dem nicht reden? Hallo. Willkommen. Bla bla. Ja, komm, zeig, was du hast. Nee, zu dem wollte ich nicht. Ja, ist, ja, quatsch mich nicht voll. Quatsch mich nicht voll. Hast du meinen Mann gesehen? Nein, habe ich nicht. Ist mir auch egal. Hast du was? Ist mir alles egal. Ist mir alles egal. Quatsch mich nicht voll. Du bist behindert. Bla bla. Ja, was Schönes. Hast du... Genau. Nein. Ich möchte einen Zauberarmreif haben. Zauberarmreif. Zauberring. Zauberarmreif. Dann wahrscheinlich die letzte da hinten. Ja, hör auf, den Bückling zu machen. Geh mir aus dem Weg. So. Weil. Guten Tag. Genau. Was bla bla findest du hier. Okay. Hä? Aber wir hatten das. Aber das... Oder war das im Alten nur? War das im Alten nur? So, Moment. Ich muss mal eben gucken. Wie sind denn die anderen ausgerüstet? Die hat die Kaisergarde. Und Kollege Dingens hat das Drachenarmband.
Okay, dann müssen wir halt einen von den Jungs damit ausrüsten. Pass auf, wir treffen nämlich jetzt langsam die Vorbereitung für den Kampf gegen das Weapon. Und dabei muss ich dann gleich gucken. Ich gucke erstmal, wie viel was noch braucht, bis es dann halt auch noch gemastert ist. Das Wiederbeleben ist natürlich schön. Warm und Zero. Manipulation ist auf Master, ist auch schön. Ich brauche nur noch eine Sache oder was, ne? Den Marlboro-Atem, den Bad Breath. Manipulation. Hier, das ist auch cool. Extra HP ist hier auch ziemlich weit. Alexander ist auch ziemlich weit. Morph ist auch super weit. Konter, Zauberkonter und Asteroid. Was hast du dabei? Von den Materials her. Wir werden das Team halt ein bisschen umstellen, damit ich dann gleich für den Kampf gegen die Viecher, die mit den stärksten Massenangriffen dabei habe. Das wird natürlich unter anderem Barrett sein. Und natürlich auch Sid. Weil die einfach die stärksten Angriffe, die drei, dann im Spiel haben. Chaos haben wir ja noch gar nicht beschwört, ne? Also hier mit Vincent. Aber ist ja halb so wild. So, dann lasst uns doch mal gerade... Komm, wir gehen auf die Karte. Tauschen das Team aus. Gehen speichern. Wir stellen uns am besten schon mal... Nee, oder? Ja, nein. So, wir machen es hier. Pass auf. Einmal das PAS, bitte. Kollege... Warum ist denn der... Leveln die nicht auch ab und an ein bisschen mit? Naja. Ah, die leveln nicht genauso schnell oder was war das, ne? Irgendwie sowas. So. Sind ja trotzdem vom Level relativ moderat. Könnten natürlich noch weiter erstmal leveln gehen und so, aber das ist, finde ich, Blödsinn fast. Stufe 4, Stufe 4, Stufe 4. Ausrüstung. AP-Kollektor. Ist Blödsinn, wenn ich den nehme. Das war die stärkste Waffe von dem. Aber Maximum Ray liegt nur knapp dahinter. Ja, liegt ein Stück dahinter. Hat aber auch keine. Ich muss halt gucken. Ja, dann nehme ich den Maximum Ray. Magierarmband. 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 Siehst du, ey, das ist manchmal so kacke. Weil das heißt hier Magierarmband und in der Komplettlösung heißt es Zauberarmband. Oder Zauberer, Zauberarmband oder Zaubererarmband. Irgendwie sowas. Kann ich ja lange nachsuchen, Alter, wenn das in der Steam-Version immer anders heißt alles. Die Scheiße. Zauberarmband, ja. Toll. Ficker. Schützt vor Gift, vor Vitalität. Ich brauche eigentlich etwas absorbiert. Moment, warte. Fürs Weapon. Absorbiert Feuer am besten. Feuerarmband. Habe ich ein Feuerband? Irgendwie sowas? Ein Eis. Feuerring. Schützt vor. Schützt vor Feuerattacken. Zauberwert, bla bla bla. Bla 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 bla. Jetzt muss ich gucken. Also, wir nehmen das erstmal mit. So.
Habe ich auch irgendwas, was Feuer absorbiert? Friedensring, schützt vor, absorbiert. Gift, nee. Schützt. Schützt vor. Ist natürlich auch gut. Ich bin nicht da. Es heißt Absorbierer und da steht, es schützt vor. Naja, ist okay. Aber das ist okay. Versetzt automatisch in Hasszustand, brauche ich nicht. Bei jedem Schritt stellt. Ja, brauche ich auch nicht. Ne, ist auch Blödsinn. Gut, dann kriegt der. Kriegt der Sid die Peitsche. Peitsche. Normal. Macht zu wenig Schaden. Dreifach. Ist natürlich cool, aber. Was bringt's mir? Partisan. Vipernhellebarde. Was ist nochmal dem seine ultimative Waffe? Müsste keine dran stehen dann. Hab ich die gar nicht. Beste Waffe. Oder besten Waffen. Lass uns mal eben gucken. Rüstung, Waffen. Cloud. Tiefer.